Schon läuft. Bitte das PlayStation 4 System nicht abschalten. Spiel auf keiner PlayStation 4! Ihr habt es immer noch nicht verstanden. Was? Wehre dich nicht gegen das Unvermeidliche. Du wirst bald keinen Sauerstoff mehr haben. Schieß noch! Ich nutze ja auch gerade Antipersonen, das ist glaube ich nicht so geil. Gut. So viel dazu. Wollte ich hin. Ach nee, das war ja ein Tipp, ne? Rolling Hills, da wollte ich hin. Gibt's die hier irgendwo? Die Rolling Hills? Da oben sind die Rolling Hills. Okay, dann einmal. Der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen. Halten Sie Ausschau nach ihm. Warte. Da dann. Ach nee, ich muss da eine Treppe nehmen, ne? Aber wenn ich hier weitergehe, komme ich auch zu irgendwas, was wir noch nicht erkundet haben. Sehe ich gerade. So, auf jetzt gleich die Tür zu. Kommst du noch nicht weiter. Huch! Aber am Ende sind es unsere Entscheidungen, die uns ausmachen. Was macht eigentlich unsere Schrotflinte? Nicht gut. Nee, ich bleib mal bei. Ich bleib mal bei Maschinengewehr. Mal wieder auf Antipersonen gehen. Houdini-Splicer. Zwei Stück brauchen wir noch. Bin ich was dabei? Nein. Ah, okay. Hier sind wir in dem Bereich, wo wir noch nicht waren. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Hallo, Big Daddy. Big Daddy holt eine Little Sister. Habe ich ein bisschen was für Big Daddy? Habe ich. Ich glaube, Little Sister hat gerade keine Lust. Schade. Jetzt gerne noch eine Little Sister geschnappt. Hier raus ist. Wer ist das? Schon. Ja, tatsächlich. Du bist keiner. Wart mir noch nicht?
Ich nicht. Waren wir noch nicht. So, eins brauchen wir noch. Wie hab ich das? Nein, hast du nicht mehr. Wir haben es geschafft. Oh Gott. Hast du schon alle Bestandteile des Lazarus-Vektors gesammelt? Ja. Ja, dann such dir am besten eine Werkstatt und setz ihn zusammen. Und dann geh zurück in Langfords Labor und tu das ganze Zeug in die Befeuchtungsanlage. Das müsste den Nebel eigentlich wegpusten. Erst die Befeuchtungsanlage und dann wird der Nebel weggeblasen. Der läuft ja immer noch hier rum, unser Big Daddy. Na, großer, könntest du mich mal vorbeilassen? Danke. Ja, war ganz okay. Nee. So, ja, die könnten wir uns mal im Arm rammen. So. Objekt anfertigen. Lazarus-Vektor. Ja. Durchschnittlicher Erfinder. Warum nur durchschnittlich? Ich bin ein guter Erfinder. So wie sich das anhört, was du da gebastelt hast, schätze ich, du bist der stolze Papa eines nagelneuen Lazarus-Vektors. Ja. Leg den Vektor an eine Vorrichtung, die zentrale Befeuchtungsanlage genannt wird. Dann stimmt die Luft in dem Laden wieder. Muss ich bleiben? Ach hier. Wie das verdammte Ding röchelt und stottert. Wann klappt das endlich? Naja, vielleicht sollte ich hier mal den Hebel umhören, oder? Julies Tod scheint dir als ernste Lektion nicht gereicht zu haben. Vielleicht überzeugt dich das hier. Ryan hat Lunte gerochen. Er soll ohne Zweifel Besuch vorbeischicken. Am besten läufst du zum Laboreingang zurück und versiegelst ihn. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die Splicer vom Leib zu halten. Na dann. Aber ich habe hier doch einen Big Daddy noch rumlaufen. Ist doch alles cool. Ich habe dir ein kleines Notfallpaket mit der Rohrpost geschickt. Ist nicht viel, aber jedes kleine bisschen zählt. Hast du die Tür geschlossen? Gut, dann wirst du uns etwas Zeit verschaffen. Gib mich mal nach hinten zurück. Big Daddy, jetzt eine Little Sister holen ist eine blöde Idee. Bist du eigentlich noch auf unserer Seite? Ich hoffe, der Raid hat dich nicht zu sehr aus der Fassung gebracht. Also am Anfang schon. Oh, großer Gott, da kommen sie! Als die ganzen Follows reinkamen, aber inzwischen nein. Inzwischen bin ich wieder ganz gechillt. Ich bin es nicht gewohnt, dass so viel auf einmal kommt. Lass mal Mr. Bubbles machen. Verriegel die Tür!
nochmal. Wie lange dauert es, diesen verdammten Vektor zum Laufen zu bringen? Uff, weiß nicht, aber ich bin eigentlich ganz gut gerüstet. Ja, hier könnt ihr mich auch nochmal heilen. Ich hab Kamera, ich hab Big Daddy. Alles cool. Das ist lieber. Gut, irgendwann gibt mir die Muni aus, okay. Nicht dabei. Ich könnte doof werden. Oh, scheiße. Big Daddy ist auf uns jetzt schlecht zu sprechen. Ich glaube, wir haben ihn einmal getroffen. So ist das Spiel dann vorbei. Oh Gott, meine ganze Muni. Also iodischer Schrot habe ich noch viel. Möchte ich jetzt aber ungern an irgendwelche 0815 Splicer verballern. Das könnte man eigentlich auch mal mehr nutzen. Naja, ein paar Kugeln haben wir jetzt wieder. Na gut, wir haben jetzt fast wieder $500. Wir könnten uns eigentlich Muni kaufen, ne? Irgendwo. So hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen. Du bist nicht von der CIA, nein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vernichten konnte. Aber sei unbesorgt. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. Okay. Hier zur Metro Station. Ja? Und vor die Griechen? Ryan hat
hat die Schlüssel zu Fort Frolic einem Kerl namens Sander Cohn gegeben. Cohn ist ein Künstler, sagen einige. Ich sage, er hat einen Dachschaden. Ich habe in meinem Leben alle möglichen Arten von Gaunern, Verrückten und Asozialen gesehen. Aber Cohn, der ist wirklich ein totaler Psychopath. Ich hab ein paar Interferenzen, glaube ich. Nächstes Mal hast du hoffentlich mehr Glück. Cool, danke. Was haben wir denn jetzt hier? Hier haben wir... Okay. Ecke, dann haben wir das Ding. Muss einmal heilen. Mein Stream wird gemutet. Oh Gott. Du, ich... Ja, Zirkus der Werte. Ich will was kaufen. Ich will mein Verlangen stillen. Ich muss konsumieren. Kommt's denn was? Ah, guck mal, eine Karte von Rapture? Ist das eine Karte von Rapture? Also so eine komplette Karte, dass es eine Karte von Rapture ist. Klar, es ist Rapture, aber ist das eine komplette Karte? That's the question. Ascher. Ja, erst mal im Aschenbecher gucken, was los ist. Erst mal im Aschenbecher gucken. So. Tür zu. Okay, vielen Dank dafür. Atlas. Ryan. Endlich läuft hier mal was Anständiges im Radio. Der Musiker hat die Pflicht, im Ohr zu schmeicheln und den Geist zu erfreuen. Also verabschiede dich von diesen Wichtigtouren und freue dich auf einen Abend mit Sander Cohn. Herzlich willkommen. Sie aktualisiert. Finde Sander Cohn. Jetzt da lang, wo ich lang wollte? Also, ich habe hier unten seit Monaten kein Anzeichen von echtem Leben gesehen. Ich bin gespannt, ob du nur ein weiterer Nachzügler bist. Oder vielleicht etwas Besseres. Ich bin natürlich etwas Besseres. Das ist jetzt aber alles von. Ratet es? Finde ich jetzt nicht so geil. Oh. Wo ich studiert habe, Twitch. Du glaubst ja nicht, nennt ihr mich Wichser. Hahaha. Okay. Ich brauche. Schrot.
Und dann bin ich wieder arm. Ich kann ja einmal das kaufen und dann bin ich wieder arm. Still